Und willkommen, meine Lieben, zum hoffentlich mittlerweile letzten Part unseres Cuphead-Let's Plays, zumindest was den blinden Marsch durch den Singleplayer angeht, wobei natürlich auch schon einen kleinen Blick mit unseren lieben Toaster im Koop hier auf diesem Bettchen zusammen, sehr schlüpfrig hier, geworfen haben und auch eigentlich schon 2/3 des Spieles bewältigt, aber den Rest werden wir dann mal zu einem späteren Zeitpunkt, wenn meinen Liebsten wieder hier in den Süden importiere, nachholen. Jetzt heißt es erstmal, den feurigen, teuflischen Satan selbst noch das Handwerk zu legen, wie wir es ja beim letzten Mal leider Gottes nicht so wahrlich hinbekommen hatten. Und ich glaube, 3 Stunden meines Lebens im puren Rage an ihn verschwendet. Leck mich am Arsch, ne? Ich hatte auch eigentlich nicht vor, großartig. Keine Ahnung, das ist recht spontan, dass ich jetzt Cuphead gestartet habe und dementsprechend auch dem Stream. Ich habe mich gestern da schon vorgesträubt, weil mich der Typ ganz schön eingeschüchtert hatte, Aber irgendwie bin ich guter Dinge und relativ klar den verstrahlten sonntagstechnischen Umständen. Und meine Fresse, schlimmer als die 3 verschwendeten Stunden im Vorfeld kann es ja eigentlich nicht laufen. Und dementsprechend dachte ich mir, statten wir dem Herrn jetzt mal hier wieder einen Besuch in seinem Rapunzelturm ab. Soweit gibt es eigentlich auch nicht viel zu tunen. Ich hatte noch die Überlegung, ob ich vielleicht den Dash dann doch mal wechsle. Aber ich bleibe jetzt bei den 4 Herzen und somit auf der etwas sichereren Seite. Und ich trau mich nicht. Aber gut. Wir starten da jetzt rein. Es gibt auch immer noch die Option und Möglichkeit, die ich bis jetzt aber noch nicht genutzt habe, aus Angst vor möglichen Niederknien und Versklaven vom Teufel selber. Ich nehme an, ihr seid alle am Mitlesen. Es tut mir leid, und genau an dieser Stelle könnten wir ihm ja die ganzen Bossseelen aushändigen, seiner Vertragsbrecher und das Pack, was es eh verdient hatte, zur Hölle zu fahren. Wobei relativ, Alter, vielleicht wurden sie ja auch am Würfeltisch über den Tisch gezogen. Aber ja, wir bleiben stur, Alter. Wir haben hart für diese Zettelchen gekämpft und wer weiß, was wir damit noch anstellen können, ne? Dementsprechend behalten wir diese, my little devil, und stellen uns dieser Fratze entgegen. Welching on me just like all the others. I'll teach you for what the tweech barking is in the way and have at you, bitch. Aber gut, ich bin gespannt, habe Angst und naja. Ganz knapp in die 4. und letzte Phase im vorgestrigen letzten Teil geworfen und ich muss sagen, das war alles relativ gut überschaubar mittlerweile. Vielleicht war ich auch ziemlich dämlich, dass ich jetzt einen kompletten Tag Auszeit genommen habe und jetzt wieder bei 0 relativ anfange. Das war nicht unbedingt der Fall, es ist mir schon in den Knochen am Sitzen. Schließlich wurde ich 3 Stunden lang damit geplagt und gequält, verfickte Scheiße. Und dementsprechend werde ich da ja wohl noch siehste, das fängt doch schon mal ganz gut an, aber ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, weil ich auch relativ verdrängt habe, was hier alles im wahrsten Sinne des Wortes auf uns zukommt, fliegt, fällt, hackt, beißt, fickt dich ins Knie, er sieht so hammer aus. Den wollte ich gerade parryen, weil ich ein Idiot bin. Das ist auch immer hier so eine Sache, Der kleinen, verdeckten Ecke. Und da muss man jetzt mal kurz mit klarkommen. Also die ersten 3, 4 Versuche werden jetzt natürlich ganz böse enden und
Leck mich am Arsch. Vielleicht auch noch die nächsten 20. Aber wir sind mal guter Dinge. Spielen uns so langsam ein. Ich konzentriere mich eine wenig, mache in so einen Scheiß wie diese eigentlich geschenkter Perry-Einstieg und alles drum und dran. Kleiner Rattree nochmal, Er würfelte davor mit unserem Hey Mr. King da. Es war ein bisschen ist gut. Eigentlich um einiges schwerer, wie ich fand, Vor allem zermürben da mit den ganzen Ladezeiten und verschiedensten Möglichkeiten der Penetration. Dies ist eben dann nochmal ein oldschooliger Standard-Boss-Fight, wenn auch mit den härtesten Drecksphasen von allen relativ. Aber wenigstens kann ich direkt hier meinen Rattree reinhauen etc. Pipi und bin glücklich. Ich hätte das an dem Abend durchziehen müssen, weil das Einspielen in diese Mechanik wieder ist ja weiter interessant zu sehen, wie lange ich Vollidiot dafür brauche. Aber es scheint hier zwar alles noch so ein wenig durch. Genau, jetzt muss ich auch wieder Dingens wechseln. Jetzt kommt unsere liebte Spinnezi Bitsi, die klatscht auf mir hinauf. Dann kommt sie runter, du Missgeburt, ich fall. Okay, alles cool. Muss ich den Mund allzu weit aufmachen. Aber alles geil. Oh, du Missgeburt! Vielleicht kriegen wir sogar jetzt mal exklusiverweise die zweite Phase zu sehen. Könnte ich ja gar nicht glauben, ne? Alles gut, kurz mal darüber geschossen. Mitten in die Fresse. Okay, ich komm mit, Digga. Warte auf mich, alles cool. Das ist so die wahnsinnige Mix-Out-Version von all dem geilen Jazz, den sie uns schon plagend um die Ohren geworfen. Der uns treibend durch die Boss-Fights begleitet. Das war ein nicer Finisher, wie ich ja finde. Knapp ins Loch und in den zweiten, oder sagen wir mal, dritten Kreis der Hölle. Okay. Check out, Baby, der kommt ganz schön hart hier rüber gejettet. Und ich sollte jetzt mal den hier reindrücken, ne? That's a good idea, Baby. Und ich bin irgendwie so ein bisschen weg von Rage und jeglicher Gefühlslage, weil den ganzen Tag schon im Nebel chill, Bevor so, hey, Freunde, ich habe das Licht gesehen, bin. Dementsprechend einen recht angenehmen Gemütszustand, der mich das Ganze hier gerade mit so einem richtig geilen buddha-mäßigen Wusa-Effekt erleben und spielen lässt. Und das ist geil, ey. Ich fühle mich so ein Aggro, erfreue mich seiner beschissenen Drecksaugen und vielleicht ist das dann noch nur der gewohnte Anfang, der noch nicht ganz so geplagt von diesem Horror. Da wäre ich fast mit dem Steinchen abmarschiert, ne? Bin ich? Krass, ich habe gerade voll die Orientierung verloren. Ich dachte, ich bin da links rüber gesprungen, was ich auch gewesen sein muss, weil da ein Chip runtergeknallt ist, wie ich dann wiederum rechts da auf den anderen Stein gelandet bin. Das ist mir, wahrscheinlich euch, nicht unbedingt ein Rätsel, so verstrahlt seine Ruhe den Bildschirm bewundern könnt, Aber alles cool. Es mag jetzt vielleicht nicht so die unterhaltsamste Runde sein, was natürlich auch irgendwo schade ist. Das eben gestartete Finale in puncto Wahnsinn, wie ihr des Öfteren von mir spendiert bekommt. Und das ist das Ungetüm auf den Weg zum Meer. Aber dafür jetzt unabhängig vom quatschenden und blabberdi-blubbenden Rotz, endlich auch mal ein bisschen Skill sehen. Ist klar, aber gut. Dementsprechend, Hallöchen Karma, ist auch wieder mit dabei. Immer ein gern gesehener Gast in unserem Stream. Ach, diese machen immer so spannend. Du, den haben wir noch weggeschossen, die Sau, aber dann ist er mit auch noch in eine Korre gelaufen. Hier gibt ihr den mal.
Damit habe ich es jetzt aber langsam raus, ne? Egal wie viele Trolle ihr mir da auf den Hals werft. Teuflischen Lakaien hier. Oh, da habe ich verkackt, Alter. Ey, das ist auch so asozial. Jetzt mal nebenbei, ne? Diese Säulen sind schon schwer für den Arsch, ey. Das kann man nicht anders sagen. Gerade auch noch hier, Alter. In einem gewissen Review-Test, Alter. Hat ja der Tester gemeint, dass das ja möglicherweise auch eine gewisse Art von Bug sein könnte, etc. pp. Aber ich glaube nicht, dass bei dieser Perfektion von Animation, Design und einfach mit dem Gameplay verschmilzende 30er Jahre Cartoon-Immersion, Alter. Am Ende ist die zwei süßen Brüder verkackt, hätten so einen beschissenen Schatten von Säule hier aus dem Vordergrund zu entfernen. Also tut mir leid, nee, das ist auch pure Gehässigkeit und das kann man sich ja in dem Sinne schönreden. So nach Motto, hey, die Jungs wollten uns doch gar nicht so sehr abficken. Der ein oder andere Streik. Sicherheit auch einfach nur ein kleiner Bug, ey. Aber nein, diese Schweine. So haben sie sein mögen, mit Finger und Stift, ey. Richtig abgefuckte Hunde sind, ey. Die mir Jahre meines Lebens mit diesem Shit hier geklaut. Ja, Lennyline, dann mach doch mal einen Hop. Ey, da habe ich Dingens abgekriegt, ne? Ich glaube nicht mal, ey. Ich glaube auch, dass dieser Dreinzack mittlerweile gar keinen Schaden macht. Weil ich nur stellenweise in irgendwelche Flämmchen reingesprungen bin. Nicht reingespringen sollen. Aber gut, ich muss jetzt all meine erlernten. Ey, das ist so scheiße, ne? Und auch so sinnlos dann immer zwischendurch. Hallo Lenny, sag willkommen, fick mein Try. Jetzt kann ich das wenigstens ausnahmsweise mal auf dich schieben. Also bei einem von 20 Millionen Dingern, die ich hier verkacke. Und, hallo Lenny, ja, du kannst Platz machen. Ich bin voll auf deiner Seite. Und weiter geht's. Leck mich immer. Hauptsache, du bist am Chillen. Ich bin hier eh jetzt noch nicht so weit, dass glaube, in den nächsten 10, 15 Minuten den Scheiß hier mal hinter mich zu kriegen. Also muss ich auch keine Angst haben, dass du mit einem sabotierenden Sprung vom Boden aus mich im späteren Verlauf dieses Let's Plays ficken wirst. Und ja, wir müssen so ein bisschen an Fahrt hier gewinnen. Mal ein bisschen wach werden. So, hör auf! Immer diese Selbstsabotage. Hallo, kleiner Troll. Wir könnten eigentlich schon wieder ein Red Tree machen, weil mich das voll abgefuckt hat, aber wir lassen es jetzt mal sein. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen öfters die zweite Phase zu Gesicht bekommen. Wenn das wohl nicht mal möglich ist. Yeah, Baby, dann bin ich so voll Kamehameha-mäßig, Alter, in den Buckel gerutscht, ey. So, Kikita. Du Keiner. Aber alles gut. Bin relativ dabei, leider immer dann erst, wenn schon wieder alle meine Leben zugrunde gerichtet habe. Fick dich ins Knie, Alter. Ey, da hat die Scheißflamme aber auch einmal richtig gerade an Fahrt gewonnen. Oh, da kommt der Bastard jetzt von rechts und das läuft. Mittlerweile meine größte Angst, ey. Hammerhart. Und das war meine kleinste, zumindest direkt zu Beginn und eigentlich auch über den. Nee. Ich habe schon die Spinne Itzibitzi schwer abgefeiert. Die stresst mich mittlerweile mehr. Aber letztendlich sind es immer noch seine miesen David Copperfield nicht würdigen Zaubersprüche mit irgendwelchen verkackten Flammen, Gummibällen und weiß der Geier nicht, was da immer alles am Rumrundieren ist. Das ist schon ziemlich scheiße, ne? Huha! Jetzt habe ich aber wieder so einen kleinen Moment hier, du dreckige Fratze. Ich habe irgendwie das Gefühl, aber du Missgeburt! Ich habe doch A gedrückt.
wieder von Kamera und Stream ablenken lassen. Jetzt geht's wieder rund hier. Ich kann das nicht leiden, ey. Die dritte Phase ist auch so unvorhersehbar. Die zweite ist wahrlich das Einzige, womit ich relativ umzugehen weiß, ey. Und die vierte habe ich bis jetzt nicht mal wirklich zu spüren gekriegt, ey. Oder habe ich es doch einmal am Ende noch geschafft? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Habe ich wahrscheinlich verdrängt, ey. Wie eine böse Lebenserfahrung oder so ein Trauma. Aber das Einzige weiß, dass die zwei, dreimal, wo ich in die vierte Phase gekommen bin, ich nichts davon mitgekriegt, wieder so viel Glück hatte, dass sie dir diese Steine links und rechts, Alter, aus dem Bildschirm schieben. Du noch ein so Ding in der Mitte hattest und genau auf dem, Alter, ist dann der Chip eingeschlagen, noch aus der letzten Runde. Und Papa hatte leider kein Örtchen mehr, wo er seinen süßen Arsch parken konnte. Und das hatte ich echt ohne Scheiß dreimal hintereinander, wobei hintereinander natürlich relativ ist, dann auch wieder 20, 30 Zwischenläufe am Start waren, bis dann mal überhaupt wieder... Ey, wie schnell, du kleines Mistkind, am Losschießen. Das ist doch sonst nicht so, Mann, dass die Flamme so am Losjetten ist. Ey. Das Perry-Flämmchen ist super, aber ich sollte mich gar nicht aufregen. Ich bin mal gerade... Wenn ich es aber irgendwie schon 6-7 Mal hintereinander mit dem direkt ersten Move, Alter, den mir der verteufelte Teufel, Alter, hier unter die Füße schiebt... am Verkacken bin, dann sollte man sich vielleicht schon ein bisschen aufregen. Den habe ich auch irgendwie wieder voll verschenkt, ey. Also den einen HP-Punkt. Der ist so wichtig, ich hab den so gern. Das ist wie mit dem ersten Kind, das man kriegt und ich Gott sei Dank noch nicht das Vergnügen hatte. Sprechen wir mal in ein paar Jahren. Jetzt wird es echt persönlich drauf geschickt, aber die Pointe dessen ist, Alter. Mit dem verkackt man es auch immer und denkt sich am Ende so, scheiße, ey, jetzt weißt du wenigstens, wie du es besser machen musst beim zweiten. Und so ist das auch mit dem ersten versäumten Leben, meistens in Cuphead, Alter, was man schnell... davonwirft, hinrichtet, verkommen lässt und es einem abhanden kommt, Drogen konsumiert, sich auf den Strich verkauft und all so welchen Schabernack dann treibt. Erst das zweite, Alter, was man umsorgt, Alter, und pflegt und fürs Aufpassen, das zu was bringen. Um dann alle Energie wieder so weit in den zweiten Energy Point reingesteckt zu haben, dass beim dritten schon wieder so eine Scheißegal-Situation entsteht. Ja, komm, kack drauf, Alter. Wenn dann er schon mit 18 Suizid begegnet, passt man dann beim allerletzten Energieknoten, vor allem weil man auch schon eine alte Witwe ist und die Eier langsam faulen. Weiß dementsprechend, dass das die letzte Chance ist. Der zweite hat es dann wahrlich auch nicht so gebracht, den hat man zu verhätschelt, ey. Als Tankstellenwärter kann man die rentenarmen Eltern nicht so gut, Alter, über die Runden bringen im hohen Alter. Also muss noch das vierte Kind hin und das wird alles reißen, den Teufel zerficken, Cuphead zerstören und weiß auch nicht, jetzt kommt das Spinnengetier, ich bin schon wieder viel zu viel am Erzählen. Das funktioniert aber lustigerweise. Also, dass ich mich so weit vom Stress ablenken kann und nur noch instinktiv reagiere. Das war der Kram, Mann. Zumindest der halbe. Yeah, baby! Der Beat an der Stelle ist so fantastisch, ey. Da kommt mir die Fratze wieder entgegen, den zweiten P-Punkt wieder mal verschenkt und leckt mich doch am Morse. Einfach vor Augen halten, mein Lieber, ey, das ist relativ immer möglich, ist dieses Spiel auch mit Zero Point-Verlust zu überstehen. Und dementsprechend streng dich mal ein bisschen an, konzentrier dich. Mehr ist es gar nicht. Daher... das ist cool. Konzentration! Wenn man schon gar keinen Bock mehr hat, Alter. Nach zwei verschenkten Energiepunkten, ne? Dann haben wir den zweiten doch mit 15 im Stich gelassen, ne?
eine Midlife-Crisis bekommen. Oh, fuck off, Mann. Ich kann euch einfach nicht leiden, ey. Okay, okay. Ist alles gar nicht so schwer und ich sollte mich jetzt mal konzentrieren. A little bit konzentrieren. Das ist ja auch schon wieder 20 Minuten so rum sind, ne? Mit purem, immer wiederkehrenden Nonsens. Ah. Ist genauso traurig, wie es war ist. Aber gut, könnte ich mein Feuer wenigstens wiederfinden. Bisschen Nervennahrung tanken. Kinder verderben. Ich habe hier irgendwas gerade. Oh, das sieht schmutzig aus, ne? Zwischen den Beinen rum. Aber alles cool. Oder auch eigentlich nicht, weil ich mittlerweile schon wieder das halbe Bett hier auf den Kopf gestellt habe. Und tada, ich habe gefunden, was gesucht. Weiter geht's im Programm. Oh, du kleines Hundekind, ey. Habe ich mit viel Glück noch das Teufelchen, was da aus der Ecke rausgerannt kam, Alter. Zur Hölle gefickt. Ey, vielleicht sollte ich es aber echt mal, ne? Mit dem... Oh, ich habe Angst vor euch verdammten Flummis. Dabei muss ich doch einfach nur auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Für den beschissenen Anfangsmoment, der auf dem Boden bounced. So, das klar machen. Jetzt muss ich Stück für Stück, wie so einem kleinen... Kind immer wieder eine Backpfeife geben, Alter. Seine Fehler vorhalten. Ey, das war so asozial scheiße, ey. Also nicht mal von mir, sondern einfach wieder von fucking Cuphead im Drecksspiel. Und ja, ich habe versucht, mein Flugbarometer etwas zu zügeln, aber verfickte Scheiße, ey. Wie schon geschrieben, hier ist Hopfen und Malz verloren. Oh, zumindest was Cuphead angeht. Auch wieder verschwendet. Vergesse ich auch so in den geilsten Momenten einfach zu schießen, ne? Das ist auch legendär. Also zumindest nach oben zu drücken und in seine Fratze zu ballern. Okay, jetzt kommen die Flummis. Hupa! Ist doch eigentlich... Ey, in was für einen unlogischen Winkel der dann auch einfach aufschlägt, ne? Also zwischenzeitlich... Er gaukelt einen so zu 90% realistische... Austrittwinkel vor und interstellare Raketenforschungsmechanismen, ne? Aber am Ende sind da auch 10% Willkür bei. Die sollen dich dann ficken wieder, ey. Alles dich hier einfach nur ficken soll. Dann soll man nicht sagen, Alter, dass man verfickt nochmal kaputt ficken soll, ey. Aber egal, das war auch schon wieder so scheiße. Also, dass mich dieses Ding getroffen hat. Du kannst mich mal. Oh, du mich auch. Das war gut, ne? Also da kann ich mich nicht beklagen. Trotzdem natürlich voll asozial, dass hier schon wieder... Ach, deine Mutter, Alter. Durch der Herrgott at his self. Das war geilo. Also kann man mal. Ey, das ist doch einfach voll asozial. Also bei dem habe ich eigentlich irgendwie schon wieder überhaupt nicht den Fehler gesehen. Diese Ziegenärmchen sind recht radikal, Alter. Ich glaube, ich werde niemals den kapettigen Boss hier besiegen. Und einfach einsehen, dass ich scheiße und alt bin, ey. Ausgedient zum... Ja, jetzt habe ich wieder den obligatorischen Hit nach Millionen von Jahren, Alter, der Abstinenz mal wieder aus der unsichtbaren Wand bekommen. Ich meine, der Schattenwand. Ey, ganz ehrlich, die erste Phase ist auch das, was mich hier am meisten stresst. Dementsprechend sollte ich vielleicht mal schlau vorgehen und hier richtig heftig meine Special Moves reinpumpen. Hört sich das nicht nach einem echt duften Plan an, relativ? Hier, friss das, du Schwein. Guck mal, wie geil ich die Flummig so voll stressfrei, so ich bin A-Hab-mäßig nur auf der Stelle am Stehen, Alter, überwunden habe. Mann, jetzt gucke ich wieder einmal eine beschissene Sekunde, ey, nach rechts. Und der verdammte Hund sich bewegt, Alter. Du bist so ein Scheißspiel, Cuphead, Alter, echt. Gönn mir doch mal ein bisschen Ruhe.
Das ist ja echt zu viel verlangt. Guck mal, da habe ich jetzt instinktiv mal dazu gelernt. Renn mir genau wieder passend in die Lücke rein, du Hurensohn. Ja. Worauf ich hier nice und steinigen mäßig hin wollte. So wird's gemacht am Ende. Ich darf nicht immer direkt nach der Flamme jagen, sondern erstmal chillen, abchecken, wann der perfekte Moment dafür kommt. Läuft, ey. Oh, da habe ich wieder nicht aufgepasst, ich Affenkind. Okay, den fetzen wir dir mal jetzt erstmal direkt hier so richtig dick in die Fratze rein. Grün raus und checken ab, was hier so geht. Der kommt uns ganz schön nah, muss ich ihm ja mal lassen, aber alles cool, jo. Scheiß Äxte fliegen auch mal ganz merkwürdig. Aber jetzt schön in the middle of the street bewegen und ich glaube, wir sind auch schon in der dritten Phase angekommen. Das ging recht fix, ey. Ich mich nicht irre. Braucht aber echt lange um seine... Ja, ey, Alter, habt ihr gesehen, wie schnell der nach unten gerauscht ist? Guck doch auch nicht, warum gucke ich, Alter, diesem dicken, fliegenden Elefanten da eigentlich auf den Arsch, wenn der in die Maschine einmarschiert hier? Konzentriere ich mich auf mich. Mich, das kleine Tässchen, was überleben soll. Jetzt hatte ich gerade so einen unfassbaren Plan gefasst, und zwar immer mein Tässchen im Auge zu behalten. Was ich eigentlich auch super funktioniert gerade, aber irgendwie hat mir die Murmel kommen oder dann doch richtig einen reingedrückt. Ist doch geil, du. Zwischendurch kriege ich auch so einen LSD-mäßigen Springflash. Sobald ich einmal losspringe, fange ich an, bei jedem Scheiß irgendwie loszujetten, Alter. Und dann werde ich epileptisch, hektisch. Und das ist nicht so dufte, ne? Scheiße, Alter. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sie so eine breite Fratze hat, die Flamme. Jetzt beruhigt euch mal, der Typ ist schon raus hier aus der Nummer. Also lasst mich in Ruhe. Richtig geiles Ding eigentlich, ey. Okay, den haben wir auch gesaved. Oh Gott, zurück. Ey, da bin ich so abgerutscht, ne? Das war so unnötig, ne? Das ist cool. Ey, das ist doch auch schon wieder gemein irgendwie, Alter. Nach links war der Weg abgeschnitten, ey. Weil der irgendwie gefühlt so ein Stück weiter da war, die beschissene Axt, Alter. Das ist doch schon wieder eine fantastische Kombination. Ich würde mal... gerne wissen, wie da die KI im Hintergrund am Arbeiten ist. Und ich stand schon auf der Plattform, Alter, ne? Oh, ich scheine mittlerweile des Öfteren mal wieder in die zweite Phase zu kommen. Ist das nicht sehr motivierend? Verstehe ich nicht, warum ich mich da auch so dämlich anstelle. So, das ist die Kombo. Mann, der geht auch immer nach links weg, die beschissene Flamme. Und das war so ein verfickter Parry-Move, Alter. Ey. Leck mich doch mal am Arsch, Alter. Ja, jetzt geht er auch nach rechts weg, ne? Intuitiv, Alter, dreht er sich genau in die Richtung, wo ich stehe. Das ist auch schon mal gut zu wissen, haben wir auch wieder einen neuen hässlichen Streich von dem Wichser erkannt.
Jetzt gibt's Murmeln mit einer richtig beschissenen Startkombination aus irgendwelchen instinktiven, ängstlichen Re-Scheinwerfer-technischen Gründen. Ich da jetzt einfach mal... Mann, ey! Durch die beschissene Wolke des zerplatzenden Demos kommt das Ding geflogen. Es reicht irgendwann mal, Alter. Das sind so fantastische Mini-Kombinationen, Alter. Was ist jetzt wieder passiert? Beschissene Dreckswand, Alter. Wo ich Schaden kriege von irgendwelchen unsichtbaren Kräften. Ich muss auch mal wieder ein bisschen dashen, ich Idiot, ne? Das tue ich auch mal instinktiv bei der Spinne, aber bei allem anderen vergesse ich das gerne. Mann, ich stehe genau in der Flamme drin. Ich wollte mich sogar noch irgendwie so positionieren, aber das sind so richtige Aussetzer, Alter. Weil du nicht auf diesen stundenlangen Konzentrationsfilm, Alter, irgendwie klarkommst. Sag mal, jetzt mal ein netter Test hier direkt, Alter, die Superkräfte in den Arsch zu drücken. Trotzdem baller ich mich dumm und dämlich, ne? Ja, der kommt mir auch direkt in die Fresse geflogen. Das ist auch mal was richtig Neues, ey. Das war auch wieder ein bisschen mehr Glück als Verstand, aber Hauptsache es funktioniert. Ich habe aber ein bisschen einfach gespürt, wo, wie, was ich da in der Wand gesteckt habe. Ja, fahr zur Hölle, du Kackvogel. Ich kann da auf jeden Fall die ganze Zeit chillen. Schön, ne? Das war auch ein Geschenk jetzt, was ich gerne annehme. So viel springen, du Vollidiot, Alter. Oh, der war gemein, mein Süßer. Okay, da ist er auch schon raus aus der Kiste hier. Okay, jetzt hier nicht die Interaktion von dir. Ich hätte jetzt mit einer Bombe eigentlich gerechnet. Nein, was war das denn jetzt gerade wieder für ein Dreher, ey? Super, wieder die Doppelkombo, weißt du? Jetzt einmal dann wieder schief geht, hat sich wieder so rausgerissen. Fick. Einfach nur Spiel. Jetzt wieder auf den typischen Nenner, Alter. Ich war so gut drinne, Mann. Beim die ganze Zeit nach oben drehen, beschissene Analogstick-Rotz hier. Ja, super, super. Ganz großes Kino hier. Die könnt ihr euch jetzt erstmal reinfressen, ihr Schwuchteln, ey. Super, super. Genau auf dem Ding, wo ich am Ausweichen bin, Alter, zig Millionen Scheiße da am Rumfliegen, kommt natürlich auch noch der Chip geflogen. Und so passend, dass nicht mal das Ding zum Rüberspringen habe. Super Cuphead. Super. Jetzt bin ich aber gerade wieder richtig in den schönen Floor.
Drama. Einfach sichere Sache gehen, Alter. Nicht rumexperimentieren. Ist natürlich eine miese Nummer, ne? Aber alles cool. Richtig gut, Alter. Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Komme ich gerade klar auf mein Leben, dieses Spiel und alles, was so geht? Okay, Leben wäre wohl zu viel verlangt, aber zumindest Cuphead, ne? Läuft mir jetzt hier. Ja, alles gut. Nicht in die Ecke drängen lassen und so eine Scheiße. Keinen Knopfkabaster kriegen. Das war ein bisschen dreist, aber alles noch im grünen Bereich. Mal gucken, wo du rauskommst. Schön die Ruhe bewahren. 4 HP am Start haben und läuft richtig, Alter. Oh mein Gott. Einen kurzen Moment wieder bin ich eingeschlafen, aber schön, dass es mir nicht direkt gestraft wurde. Nur aufgewacht bin, aber fick dich, Alter. Oh, du Mistgeburt, ich wollte jetzt meinen Special Move machen, weil ich wusste, dass du deinen Rotz rausdrückst, Alter. Ach, komm, lass mich wenigstens noch in die letzte Phase kommen, du Mistgeburt, Alter. Irgendwas passiert da doch. Guck mal, guck mal, guck mal. Danke auch, Alter. Der rote, beschissene Dreckschädel auch so perfekt über die mittlere Dingens herfliegt, Alter. Meiner am Abstürzen ist, dass das Timing wieder grandios von Cuphead in Szene gesetzt ist, um mich zu ficken. Alles gut, alles gut, Oh, fuck. Ich wollte gerade vor dem Move hier sagen, dass ich langsam den Groove habe und den habe ich auch, aber da habe ich noch eine Sekunde gerade wieder einen Hack-Mack-Film geschoben. Okay, das läuft richtig, ihr Süßen. Schaut euch diesen perfekten Run an, Alter. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich immer so dämlich anstelle. Das ist, weil ich einfach nicht multitaskfähig bin und gerade ein bisschen meinen smarten Kommentar und so scheiße, aber das Ende vom Lied ist. Kaum fange ich wieder an, das unterbewusst in die Wege zu leiten, mache ich Fehler. Egal, scheiß drauf. Wollte gerade sagen, die verschenkte zweite Phase. Kann ich da jetzt nicht so stehen lassen, ne? Chris läuft, unsere kleine fliegende Bomberman da. Ich hab's auch immer, die Special Pinken Bomben, Alter. Ich hab sie Atombomben immer genannt, Alter, die über die ganze Karte geschossen sind und ich bin behindert und Quatsch wieder. Alles cool, wenigstens dritte Phase. Wir müssen mit dem Einstieg da experimentieren können. Hammer, Hammer, Alter. Auch diese farblichen Unterschiede, wie fließend das ist, etc. pp., ne? Meisterhaft einfach. Die Phase ist auch nicht sehr lang, wie man vorhin gesehen hat. Und ich hätte unter dem Herd tauchen können. Wie schön er wieder angetäuscht hat, der kleine fliegende Teufel. Leck mich doch am Arsch. Und ich sage jetzt einfach mal, Minute 40 hier wieder.
Willkommen zu unserem allerletzten Cuphead Let's Play Teil, den ich direkt jetzt mal wieder verschissen habe. Aber ja, ich scheine mich die letzten 50 Minuten hier recht gut eingeballert zu haben. Die letzten beiden Runden waren grandios. Und darf mich jetzt auch nicht wieder zu viel loben, sonst schlägt das Karma gleich wieder zu. Aber ich sehe jetzt so langsam den Teufel, Alter, zurück ins Fegefeuer fahren. Dementsprechend werde ich den ganzen Anfang jetzt wohl mittlerweile rausgeschnitten haben dann mal und drauf geschissen. Genauso wie auf diesen Run hier gar. Ich muss jetzt leider mal mit meinen mittelmäßigen Entertainment-Versuchen eine kleine beigeben. Aufs Eingemachte konzentrieren. Hey, ich stehe wieder genau in der Flamme. Ich kann dann auch einfach nicht loslassen von dieser dämlichen Fratze, weißt du? Ich will so viel reinballern, wie reingeht, ey. Das war einfach nur dämlich, weil Lenny mir auch schon wieder vor die Birne gelaufen ist. Was willst du denn? Was bist du so wuselig, du nervöses Tier? Alles gut. Ey, jetzt juckt's mich am Ohr unterm Kopfhörer. War klar. Fick dich einfach. Fick dich, Cuphead. Fick dich, Körper. Fick dich, Gejucke. Okay, einmal noch. Ist ja alles gerichtet. Geh doch noch unten. Jetzt fange ich schon wieder an zu rumzurechnen. Was stehst du da rum? Was willst du? Geh mich auf den Keks. Ich hab so geil geparried das Ding, Alter. Wo ist jetzt gerade mein Flow von vorhin hin? Ich bin doch ein Scheißer, ey. Muss wieder so eine gewisse Scheißegal-Einstellung kriegen, wo ich einfach mit so einem echt abgefuckten Blick und Einstellung diesen Bildschirm am Start bin. Aber alles gut. Dem springe ich rein. Das war ausnahmsweise mal richtig asozial getimt wieder von Cuphead alle 100 Mal und genau dann immer ungünstigsten ist. Ich komme jetzt einfach recht schnell auch aus der ersten Phase raus, weil ich jetzt meine Superattacken auf das Mixer einballere. Mann, ich will doch nicht dich parryen, sondern den Flummi-Line. Hallo Lenny-Line. Der da oben kommt auch wieder passend geflogen. Nach rechts hätte ich mit dem Parry nicht ausweichen können, dann wäre ich an die äußere Flamme da gekommen. Also blieb nur noch die Mitte, da haben sie mir den Dingens reingeschickt. Einzigste, wo es läuft, ist hier die beschissenen Flummis. Da kann ich mir den Parry schnappen und der ist doch in einem völlig anderen Winkel hier losgeschossen. Ja. Leck mich am Arsch. Lenny Line, willst du auf die Couch oder was? Ey, Mann, Hunde, ey. Bitteschön. Couch. Und Laien für mich. Nervennahrung. Gutes. Jetzt kannst du da Hopp machen, du blöder Arsch. Ja. Okay, das läuft. Ich kann auch nicht von dem bescheuerten Teufel lassen. Ne? Ich müsste doch einfach nur mal die Finger von ihm nehmen. In solchen Momenten. Die 2-3 HP scheißen, die ich ihm abziehe. Auch im Rest und ich muss mir hier nicht so einen Thrill schieben. Ah, da, du Missgeburt, dass diese beschissenen Flammen immer in meine Richtung gehen müssen. Nach einer gefühlten halben Stunde kommen die mal wieder, Alter. Weißt du, da hast du jegliche Erkenntnis aus dem Lauf davor, wo die dir mal wieder in den Arsch gefickt haben, vergessen, ey.
Jetzt habe ich auch schon wieder die super Attacke. Weißt du, was ein Retri noch gemisst geworden, Alter? Schon wieder vergessen, den ganzen Scheiß da mal zu aktivieren. Hier, man, in your fucking face, du Hurensohn. Das war auch wieder ganz knapp, obwohl ich das fantastisch getimt habe. Aber irgendwas ist da wieder rein vom Flow. Nicht so ganz hingehauen. Sehr schön. In dein Gesicht, du Bastard. Noch so ein. Sehr schön. Und jetzt müsstest du, oh Gott, so langsam auch mal... Oh, du Missgeburt krepieren, Alter. Also zumindest Zweitphase hier mal jetzt zur Hölle fahren. Zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn da unten wird sich dann so ein Loch auftun, du Bastard. In dem wirst du verschwinden, in deiner beschissenen Kellerabteilung, wo du sonst den Pöbel nur hinjagst. Ja, alles cool. Ja, komm, oh, oh, jetzt hier nicht. Alles geil, alles geil. Oh Mann, musst du mir genau da auf die Birne jetzt fliegen, du Affenkind, ey. Aber geil, ey. Das wäre mir jetzt eigentlich schon wieder mit einem abgezogenen HP-Punkt bestraft worden. Da habe ich echt nicht aufgepasst. Aber ist ja nochmal gerade so schief gegangen. Genau, Alter. Ich muss jetzt auch lernen, mal den Blick nach oben zu behalten. Vor allem in dieser Phase. Zu schauen, wann mir dieser beschissene Chip auf die Birne fallen will. Alles cool. Geschmeidigste Phase, ja. Selbst schuld, wenn da irgendwas... Oh Gott, du Missgeburt. Alles cool, alles cool. Okay, das läuft, Baby. Ich muss mich am Ohr jucken, bitte halt. Ja, da kommt auch schon direkt der Teufel. Hier, weißt du was? Friss erstmal den, du Missgeburt. Kann da vielleicht einer von euch kleinen Wichsern reinfliegen? Das wäre super. Oh, du Hurensohn, du Hurensohn, du Missgeburt! Alter, ich wollte mich gerade ducken, ey, den parry ich, Alter. Das war's, du Scheißhaufen, ey. Also zumindest für die dritte Phase, und der kommt immer, ne? Der kommt immer, das ist ja so dreist. Fick dich einfach nur richtig ins Knie und das war's, oder was? Ich kann mich darüber gar nicht relativ freuen, aber wie du deinen kleinen, grandios animierten Kopf halt ein und her berserkst. Fuck off, swing your sinner, 70 Jesus. Ey, die letzte Phase war so ein Zuckerschlecken, Alter, dass ich das an dem beschissenen Abend nicht noch durchgezogen habe, Alter. Dieser Part, wir sind jetzt bei 48 Minuten, Alter, wird auch aufs Wesentlichste reduziert und zwar das Wegficken des Teufels selber. Und da hau ich wenigstens sogar noch eine A-Rang raus, ey. Läuft, ey. The brothers had triumphed over the demon, forcing him to finally give up. We shall expect you surround the devil cup at last, but we are not done just yet. And with that Cuphead and Muckman destroyed all of the soul contracts, releasing Inquil Isolde's resident from eternal servitude to the devil. Gosh, I can't wait to tell everybody, Cuphead said. The boys set off for home and at top speed. Simon last one, there's a leaky cup. Muckman teased as they run. Once home, the brothers gather at everyone together. You are all free of the devil's debt. Cuphead announced that that find won't booster us again. Muckman added. Yeah, Baby, da ist die ganze beschissene Crew am Start. Und ich muss sagen, nein, da rechts haben wir den beschissenen blau-roten Clown am Start, Alter. Der mich genauso wie aus der ganzen Masse herausragenden grünen, kleinen, abgefuckten Mistdrachen, Alter, Jahre meines Lebens gekostet hat. Und ihr beiden Wichser, ganz klar meine Hassgegner Nummer 1 hier.
Teufel kann ich da leider nicht zuzählen, weil er einfach der overpowered Endboss ist hier. Und naja, von seinem Fußvolk her wart ihr schon die dreistesten. Und the elder Kittle was literally brimming with pride as everyone began to cheer. Let's hear it for Cuphead and Mugman. Hip hip hurrah! Hip hip hurrah! Das ist mir eigentlich ja schon ein bisschen. And yeah, it's an all-day celebration. We got the brothers promised to never wander into trouble again, and they didn't until the next time, of course. But that is another story, Alter. Ich war bei ein von... Okay, crazy. Es sieht so wunderschön aus. Das auch wieder in der Real-Optik gehaltene kleine Bilderbuch, Den ganzen Filmflimmern hier. Und filtern. Davon möchte ich auch den ein oder anderen auf jeden Fall noch freispielen. Und our sincere appreciation to the members of our team whose loyalty and creative endeavor made possible. Product complete the game on normal. Was mir das jetzt genau sagen soll, weil einen schweren Modus gibt's in dem Sinne doch gar nicht. Ich habe auf Regular gespielt, normal stand zur Auswahl, davon nichts gemacht soweit. Und was den Endboss-Fight anging, muss ich sagen, sehe ich da zumindest den kleinen Würfeltisch im Vorfeld und unseren Devil Dice, klar im Vorteil. Richtig gut, meine lieben Leute. Und hier sind wir in einem Nimmerize Jazz Radio auf dem Tom am Start und präsentieren the best hits out of the 30s, Alter. Call on Mr. Wayne and call. Darauf bin ich wegen Borderlands und der 90er Jahre Techno zu sehen. Alles cool, ey. Aber vielleicht abschließend dann auch von meinem pharosisierenden Bossfight und Endbattle sage muss, dass er aber auch ganz klar der zermürbendste und nervigste mit seinen ewigen dazwischenhängenden Ladezeiten war. Das letztendlich vielleicht der einzigste wirklich angebrachte Kritikpunkt an diesem Meisterwerk von Unikat, Alter. Und eben der leider gegebene Kompromiss dessen, dass wohl der Spieler selbst sehr wenig von diesem einmaligen und fantastischen, vor allem künstlerisch so wertvoll und den Klassikern ebenbürdigen Stil nicht wirklich genießen können. Nur die Zuschauer selbst, wenn man einfach nur damit beschäftigt ist, Alter, diese Wahnsinn zu überleben. Special thanks to Microsoft. Habt ihr da doch ein bisschen mehr Geld reingepumpt als erwartet? Oder hat unser geldgeiler Konzern darauf bestanden, hier noch ein paar Lorbeeren abzustauben? Ob das bei der PC-Version dasselbe Spiel ist? Ich nehme mal an, ne? Cuphead aber auch bei Steam erschienen, ne? So ist es ja nicht. Ausnahmsweise nicht Windows Store exklusiv, wie viele der Microsoft-eigenen Titel. Und ich würde es ja wahrlich jeder Konsole gönnen. Ich glaube vor allem der Nintendo Switch-Dinge einfach fantastisch stehen. Und natürlich der PlayStation selbst auch. Ist ein bisschen schade, dass auf der wohl zum baldigen Ende kommende Konsolenzyklus dann wohl hinten anstehende Mitstreiter, und zwar Microsoft, das hier rein fernsehertechnisch sich beansprucht. Andersrum muss man wiederum sagen, dass vielleicht der ganze Special Thanks auch irgendwie angebracht, weil Microsoft vor allem an dem Punkt, als den beiden Brüdern klar wurde,
jetzt das Ganze wohl nicht ihren Interesse am PC, sprich mit dem Zeichen, Stift und Co. Alter umzusetzen gewesen war und sie sich entschieden, das ganze Ding richtig oldschool am Lichttisch hier zusammen zu basteln. Ne? Der Release sich ja wahrlich um Jahre verschoben hatte und da rein geldmäßig wohl doch schon jemand hintergesteckt haben muss und da könnte wohl Microsoft das ein oder andere Mal eingesprungen sein. Ist letztendlich auch Jacke wie Hose. Das Ding ist eingeschlagen wie eine Granate, vor allem auf dem PC natürlich. Und absolut verdient, trotz des Schwierigkeitsgrades. Ich hatte gedacht, das wäre eher so ein Titel am Ende gewesen, der viel nicht unbedingt geletztplayed wird, sondern die beschissenen Let's Plays angeschaut werden. Wie zum Beispiel meines. Und am Ende von nicht allzu vielen gekauft und gespielt wird, wie man das von den ein oder anderen Horrortitel kennt, dessen Schicksal meistens ist. Aber nee, fantastisch. Dementsprechend sind die Chancen vielleicht recht hoch, dass es im zweiten Teil irgendwann mal in den nächsten Jahren geben wird, wobei das wohl noch etwas dann auf sich warten lässt und man auch nicht mit großartiger Evolution, zumindest was Umfang zum Beispiel angeht, rechnen sollte. Denn die Jungs sollten wahrlich zu zweit da bleiben, vielleicht sich den ein oder anderen oldschooligen, im Lebenslauf Disney oder Fleischer Studios stehen habenden Assistenten noch zur Hand holen. Aber Cuphead ist für sich der erste Teil ja einfach perfekt. Da gibt es an keiner Ecke irgendwas zu verbessern. Nicht von Umfang, Stil, Gameplay, Mechaniken, weiß der Geier. Die ganze Geschichte mit dem Einkaufen der Special Moves und Co. meinetwegen und der Münzen selbst, wie auch die Run-and-Gun-Geschichte vielleicht ein kleinen wenig aufgesetzt wirkt, aber im Anbetracht dessen, dass man sich da nur der Kritik angenommen hat und diese Run-and-Gun-Dinger nachträglich implementiert, haben sie es geschafft, die so fantastisch noch ins Gesamtkonzept einzuweben, weiß der Geier. Hab auch keine Ahnung, inwieweit man die anderen Waffen wohl im Vorfeld freigespielt hatte, als es noch nicht die Idee mit den Münzen und Run-and-Gun-Geschichten gab. Und ja, vielleicht von den Dingern ein paar mehr, weil die auf jeden Fall vom Aufwand her sehr viel kleiner sich halten als eben die dicken Bosskämpfe. Also stellenweise möchte ich behaupten, dass 2-3 Sekunden, vor allem was die Übergänge gewisser Phasen in den Bossfights angeht, Alter, animationstechnisch so aufwendig sind wie manch komplettes Run-and-Gun-Level. Dementsprechend, da die auch wirklich Spaß machen ohne Ende, stellenweise, muss ich sagen. Und man da mit vielen lustigen Ideen auch noch einiges an Abwechslung schaffen könnte. Ich wohl sagen würde, abschließend, das wäre das Einzigste, was ein Cuphead-Nachfolger irgendwie noch an Evolution mit sich bringen würde, könnte, sollte. Und damit würde ich mich wohl zumindest von dem Hauptgang soweit erstmal verabschieden. Das Schmuckstück geschafft, der Horror beendet. Und mal schauen, inwieweit ich mich jetzt dem einen oder anderen A-Rang noch zuwenden werde. Versuchen tue ich auf jeden Fall mein Glück und das Ergebnis werde ich dann wohl in recht zusammengeschnibbelter Version euch vielleicht mal präsentieren, weil es da wahrscheinlich keinen Sinn macht, wenn ich 5 Stunden irgendwie an so einem Bossfighter hänge, um den A-Rang klar zu fahren und nee. Dementsprechend, danke fürs Zuschauen, wer es denn überhaupt bis in diesem Part geschafft hat oder zum Ende diesen, wenn er nur das Ende entdeckt unseres schnuckeligen kleinen Let's Plays. Auch das erste richtig lange Singleplayer-Ding, was wir auf unserem Kanal jetzt so durchgezogen haben. Wobei Titanfall doch schon auf jeden ja genannt werden sollte und ich da auch eine Menge Spaß mit hatte, Tatsache. Und Ark und Co. kann man da ja nicht zählen, da schreibt man ja relativ seine eigene Geschichte und da ist auch eben viel Open-World-Sinnlosigkeit links und rechts und etc. pp. Aber ja, würde mich noch über den einen oder anderen Kommentar freuen, Alter, was eure abschließende Meinung letztendlich dann zu Cuphead ist. Wenn es euch soweit gefallen hat, Daumen hoch wäre noch eine geile Sache und ich wünsche euch erstmal soweit was. Euer lieber Jay.
regnet, der Rasen da.